Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur nächsten Wochenbotschaft. Ich schaue jetzt direkt rein, sage danke, dass du mit dabei bist und gucke, was uns ab morgen erwartet. Ich lege auf die Tagesenergien, das heißt, du kannst tatsächlich an dem Tag auch in Resonanz gehen, wenn du es im Nachhinein dir vielleicht nochmal anschaust. Aber die Energien vermischen sich natürlich auch unterhalb der Woche. Starten tue ich hier mit den mystischen Orakel und möchte gerne einmal wissen, was ist denn für diese Woche für die Soulmates auf meinem Kanal der O-Ton? Die Offenheit. Vielleicht darfst du hier dich offener zeigen oder wieder offen sein für dein Leben, für dich, für gewisse Themen. Ich werde gleich reinschauen, auch hier mit dem Schmetterling Offenheit für deine Transformation, für Leichtigkeit, um die Farbenvielfalt wieder weiter wahrzunehmen, offen sein für dein Wachstum, für deine Blütephase, für all das, was aus dir heraus wächst und was bereits vielleicht auch schon in deinem Feld ist. Okay, dann let's go! Und eine Einladung für dich, 22. und 23.07. kannst du dich noch für den Reiki Grad 1 anmelden online. Schreib mir dazu gerne eine Nachricht. Und dann schaue ich rein. Wir starten mit dem Montag. Welche Energien begleiten uns am Montag? Und heute ist Neumond, ihr Lieben. So, der Monday. Dann geht es weiter mit dem Dienstag. Welche Energien kommen für den Dienstag diese Woche? Der Dienstag. Weiter geht's mit dem magischen Mittwoch. Auch hier die Info für alle, die neu sind. Aktivier dir gerne die Glocke, wenn du mir ein Abo dalässt. Denn am Mittwoch gibt es Wochenupdate. Das nennt sich magischer Mittwoch. Welche Energien kommen am Mittwoch? Weiter geht's mit dem Donnerstag. Der drollige Donnerstag. Ohne Drama. Was kommt am Donnerstag? Die Friday-Energie. Was kommt am Freitag? Was ist wichtig? Was darf ich hier erzählen? Worauf dürfen wir uns vorbereiten? Samstag. Samstag haben wir 3 Karten. Okay. Dann ist das so. Und dann kommt noch der sonnige Sonntag. Okidoki. Ich starte generell erst einmal mit der unterliegenden Energie. Das ist etwas, es kann etwas sein, wo du sagst, nee, also das will ich vielleicht nicht, aber es ist was, was auf jeden Fall im Feld ist, was du vielleicht gerade schwer sehen kannst, und es ist der Narr. Eine komplett neue Reise, die diese Woche losgeht für Leichtigkeit. Da heißt es auch wirklich, offen zu sein für all das, was dich erwartet, was du vielleicht noch gar nicht kennst. Passend zum Neumond, ihr Lieben. Das ist richtig schön. Der Narr steht wirklich für die Leichtigkeit, Lebensfreude. Fühl dich wieder lebendig. Und wenn du ein leeres Glas hast, dann darf genau dieses Glas jetzt wieder gefüllt werden. Da kommt ein frischer Wind. Vielleicht merkst du auch, dass du verliebt bist. Verliebt in einen Menschen, verliebt ins Leben. Verliebt einfach, ja? So ein richtiges Energiebündel. Hier will wieder Energie einziehen. Und ja, du darfst wirklich einfach eine Reise beginnen. Einfach mal neue Erfahrungen machen. Dann haben wir, ihr seht es ja schon, die 2 Schwerter. Womit wir diese Woche quasi starten, die 2 Schwerter. Ja, da sind noch so ein paar Unklarheiten. Vielleicht versuchst du gerade eine Entscheidung zu treffen, vielleicht wirklich die Entscheidung hier für deine Wünsche loszugehen, dem Seelenruf zu folgen, aber du bist noch so ein bisschen hin und her gerissen, ist noch so ein bisschen die Unklarheit drauf. Da brauchst du noch ein paar Informationen, noch mal ein Gespräch mit dir oder auch mit anderen. Ich kläre mal auf den Montag mit den 2 Schwertern.
kann auch eine Unentschlossenheit beziehungsweise ein Zwiespalt sein, was tiefe Gefühle angeht, zu einem Seelenpartner, zu Spiritualität. Vielleicht überlegst du dir hier tatsächlich eine Ausbildung im Spirituellen zu machen oder aber auch zu kommunizieren, dass du gerade diesen Weg gehst. Naja, und da brauchst du noch so ein paar Informationen für deine Klarheit. Die wird kommen, definitiv wird sie hier kommen und vielleicht darfst du hier aber auch einfach dafür offen sein. Dann haben wir natürlich auch mit der Zweierenergie hier mit den zwei Schwertern. Es ist auch die Dualität, das in den Einklang zu bringen, denn hier haben wir auch wieder die zwei. Das heißt, irgendwo darfst du hier diese Woche wirklich eine Balance finden und etwas vereinen. Und dann bin ich mal gespannt. Hier darfst du an etwas arbeiten. Wir haben den Teufel, wir haben den Ritter der Münzen. Das sind die Dualitäten hier. Ja, der Teufel, der sagt dir, du bist abhängig. Du bist gefangen, du bist emotional irgendwo noch angebunden, vielleicht wie so eine Marionette von einem anderen Menschen. Da darfst du jetzt hinschauen, dass du genau da anfängst und wieder deine Sicherheit aufbaust. Langsam, in deinen Schritten und vielleicht hilft dir die Spiritualität. Vielleicht hilft es dir dabei, wieder klar zu denken. Vielleicht darfst du da wirklich offen sein, dich zu öffnen für Menschen, die dich hier unterstützen, aber auch offen zu sein, eine neue Erfahrung zu machen. Es kann auch ein neues Projekt auf der Arbeit sein, woran du jetzt arbeitest und da dann auch selbstständig arbeitest. Das heißt, hier raus aus Abhängigkeiten, rein in die Eigenverantwortung. Und es könnte hier sein, dass du tatsächlich dann nochmal von einem Menschen ein bisschen getriggert wirst, vielleicht auf der Arbeit oder Menschen, die dich ein bisschen kritisieren und sagen, möchtest du das wirklich tun? Und daran dann zweifelst du wieder, ja? Und da ist es wichtig, bleib bei dir. Sei offen für die Meinungen von anderen, aber was du mitnimmst, das ist dir überlassen. Ja, und hier haben wir diesen, ja, diesen Freund, der dich hier vielleicht wirklich versucht, ja, nochmal ins Zweifeln zu bringen. Aber sie zweifeln dich an, weil sie sich an sich selbst zweifeln, ja? Menschen sprechen meistens immer das aus, was ihr eigenes Thema ist. Ja, und da wird gezweifelt an einem Neuanfang. Ja, spannende Geschichte. Dann haben wir den magischen Mittwoch mit den zwei Münzen. Das heißt, hey, bleib flexibel. Setz Prioritäten. Was ist dir wichtig? Es darf leicht sein. Das ist der O-Ton vom magischen Mittwoch. Es darf leicht sein. Fang an zu jonglieren. Vielleicht bekommst du hier Nachrichten, die ins Haus flattern, die jetzt ganz wichtig sind, dass du jetzt guckst, was hat Priorität. Auch an Briefen, die jetzt reinkommen, ja? Welche Nachrichten, auch wenn du viele Nachrichten im Nachrichtenaustausch mit anderen Menschen bist, ganz wichtig, guck hin, hat es gerade Priorität oder ist etwas anderes wichtiger? Kannst du vielleicht irgendetwas auch delegieren an andere? Du musst dir nicht immer alles auf die Schulter bürden. Es ist wirklich wichtig, dass du dir hier auch, ja, Menschen holst, wo du sagst, okay, pass auf, das machst du jetzt und ich kümmere mich um was anderes. Donnerstag, ich gucke mal eben, ob es. Ja, ihr seht es ja wunderbar, perfekt. Am Donnerstag haben wir den Magier. Passend zum Narr, denn der Narr ist quasi die erste Karte, womit die Heldenreise startet. Dann haben wir am Donnerstag den Magier. Das ist die zweite große Arkane-Karte. Hier heißt es, hier kommst du ins Machen. Du überlegst dir ja schon, du hast ja irgendein Projekt, wo du mit starten möchtest. Ein Projekt oder ein Business oder eine Beziehung. Und dann kommt es, nachdem du immer ein bisschen im Zweifeln warst, kommt dieser Machermodus. Und dann kommt das männliche Prinzip. Und auch hier nochmal wichtig, hüte dich vor emotionaler Abhängigkeit. Ganz, ganz, ganz wichtig für dich. Hier kannst du jonglieren, hier kannst du das Leben wieder lieben. Du kannst dich lieben. Du musst nicht fragen, du musst hier keine Menschen fragen und um Erlaubnis fragen. Hier heißt es machen. Werde zum Macher, komm in die Aktion. Vielleicht darfst du hier auch, was eine Verbindung angeht, in die Aktion treten, auf den Menschen zugehen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Vielleicht wird dir aber auch ein Mensch ins Leben geschickt, der sagt, okay, ich gehe, sorry, jetzt habe ich mich verschluckt, ich gehe jetzt los. Ich zeige dir jetzt, wo die Reise hergeht. Jetzt muss ich mir mal eben was trinken, ihr Lieben. So, jetzt habe ich was getrunken. Weiter geht die wilde Fahrt. Also, vielleicht wird dir hier jemand ins Leben geschickt, der dir sagt, hey,
ich möchte mit dir etwas Neues beginnen. Und dafür darfst du offen sein für diese neue Reise und dich einfach reinstürzen. Vielleicht auch ein neuer Vertrag auf der Arbeit, wo dir angeboten wird, dass du eine andere Aufgabe machst. Und da ist es wichtig, dass du für dich schaust, macht es dir Spaß. Hol dir alle Informationen, die du brauchst, dass du wirklich klar bist. Kommuniziere auch klar über Geld, wenn wir hier im Businessbereich sind. Auf der Arbeit gesehen, dass du im Vorfeld alles für dich passend machst. Es läuft zu deinen Konditionen und auch im Privatleben. Und schau hier auch nochmal hin, wenn du hier angetriggert wirst die Woche, dass du immer mal wieder schaust, okay, wozu dient dir die Situation? Woher kennst du dieses Muster gerade? Vielleicht hast du die Energie und sagst, ja, jetzt gehe ich los. Jetzt will ich was machen, ich mache das einfach. Und dann kommt wieder jemand, bringt dich in die Unsicherheit. Du fühlst dich nicht stark genug, nicht groß genug. Du verschließt dich wieder und lässt es sein. Und vielleicht kennst du dieses Muster, was es jetzt gilt, zu durchbrechen. Und am Freitag haben wir die Kraft, eine große Arkane-Karte. Könnte hier sein, dass du mit Menschen in den Kontakt kommst, die im Ego sind. Und was dich da vielleicht antriggert, was etwas in dir auslöst. Aber das Schöne ist, dass du einfach schon so weit für dich bist. Du hast die Möglichkeit, wirklich dich zu zähmen, selbst wenn Wut in dir aufkommt. Hast du den Mut, eine andere Erfahrung zu machen? Du bist mutig am Freitag und vermutlicherweise auch die ganze Woche. Du brauchst einfach jetzt diese Woche Mut. Du hast Mut. Du bist wieder bereit und dir wird immer wieder mehr bewusst, dass du eine Führungskraft in dir hast, die du jetzt ausleben möchtest. Du kannst Stroh zu Gold spinnen. Es ist aber auch wichtig, dass du hier deine Schatten, wir haben den Teufel in dieser Woche mit dabei, ja? Wir haben auch den Magier, der in seinem Schatten tatsächlich auch ein Manipulationstalent ist. Wenn du da etwas in dir erkennst oder auch erkennst, dass du andere Menschen versuchst zu manipulieren, sich von dir abhängig zu machen auf irgendeine Art und Weise, dass du es lernst, genau das loszulassen, raus aus diesem Ego-Verhalten, akzeptiere diese Seiten an dir und sei geduldig. Sei geduldig und dann kannst du auch wieder deine Kraft aktivieren. Und vielleicht brauchst du auch jetzt nochmal diese Kraft, die dir gegeben wird für diesen neuen Weg, für diese neue Epoche, die sich hier einfach zeigen möchte, die du leben möchtest. Und ich vermute, dass du auch schon länger darüber nachdenkst. So, da haben wir hier den Park und wir haben den Mond. Das ist dieser Seelenruf, der vielleicht jetzt öffentlich wird. Du hast die Kraft, vielleicht tatsächlich dann zu sagen, das ist mein Weg. Dazu stehe ich jetzt einfach, egal was ihr alle um mich herum sagt, ich mache das jetzt. Vielleicht gehst du hier wirklich ganz offen mit deiner Spiritualität um, mit Heilung in Anführungsstrichen der Seele. Mit deinen Seelenthemen gehst du offen um, indem du offen darüber kommunizierst, weil sie dir bewusst werden. Es kann aber auch sein, dass du hier Kraft bekommst, weil du Wertschätzung im Außen kriegst. Dass dir jemand sagt, boah, bist du eine Powerfrau oder ein Powermann. Aber hier sind halt meistens Frauen und ich bin selber eine, deswegen spreche ich immer aus der Sicht einer Dame. Nimm's mir nicht übel. Dass du dich einfach zeigst und dann dir wirklich jemand sagt, boah, also Respekt dafür. Und das gibt dir Kraft, weiterzumachen. Samstag. Oh ja. Oh wow. Wie schön. Guckt mal. Der Turm, die Welt und die 8 Räder, die 8 Stäbe. Hier kommt Zunder rein. Der Turm schüttelt dich einmal durch. Vielleicht machst du diese Woche wirklich etwas, was du noch nie getan hast. Hier möchte sich etwas wandeln. Es heißt Aufbruch. Das Neue, das bahnt sich jetzt diesen Weg. Wohin? In ein komplett neues Kapitel. Aber wirklich, da ist richtig Feuer drin. Wir haben hier die Power, die du bekommst. Wir haben einen Magier, der energetisch krass dabei ist, ja? Und dann haben wir jetzt hier den Turm, der richtig einmal reinhaut, wo es wichtig ist, deine Erkenntnisse aus der Vergangenheit mitzunehmen. Die Welt. Große Arkane-Karte, letzte Arkane-Karte, bevor dann mit dem Narre, was du noch nicht sehen kannst, die Reise losgeht. Freunde, das ist schon wieder so magisch. Das heißt, hier beendet sich ein Zyklus, aber das bedeutet ja, es ist ein Glücks,
Ein Glücksbote, der hier liegt, der sagt, wow, eine komplett neue Welt wird sich dir eröffnen, ein komplett neues Kapitel. Das ist so dein Krönungsprozess und du umarmst die Welt und du bekommst den Respekt ausgesprochen, das, was ich hier gerade schon gesagt habe. Du bekommst den Respekt ausgesprochen dafür, dass wenn in dir ganz viel los ist, in deinem Leben los ist, du immer wieder weitermachst. Das wird gesehen und ich hoffe auch von dir. Die 8 Stäbe sagen, wow, da passiert jetzt so viel, da kommt so viel ins Rollen, so viel Feuer, es geht nach vorne, nimm diese Kraft, die du hast. Eine ergänzende Info auf den Turm, der Reiter. Dann haben wir die Welt. Und dann bitte noch einmal, ja, da ist es. Du hörst auf, Umwege zu gehen. Du gehst jetzt endlich los. Du bewegst dich nämlich vielleicht bewegst du dich sogar von einem Menschen weg, von einer emotionalen Abhängigkeit. Und das muss nicht immer nur der Mann sein. Das kann wirklich, lass eine Lücke, ne? Dann nimm es als Platzhalter. Du bewegst dich hier von jemandem weg, vielleicht aus dieser Angst, immer abhängig zu sein, von einer gewissen Sicherheitsangst. Du lernst tatsächlich, dass du auch ein Macher, eine Macherin sein kannst, dass du safe in dir bist. Das macht dir noch so ein bisschen Herzrasen, also so ein bisschen aufflattern. Also du flatterst und fliegst in eine komplett neue Epoche rein. Und auch hier mit den Wegen und der Sense. Entweder zeigen sich jetzt so viele Wege, dass du absolut gestresst bist und gar nicht weißt, was du als erstes tun sollst. Deswegen sei offen für viele Wege. Mach dir erstmal einen Überblick, hol dir die Informationen und guck auf dein Herz, was fühlt sich denn hier wirklich gut an für mich? Welche Erfahrung möchtest du jetzt machen? Und dann kann es ganz plötzlich zeigt sich jetzt hier ein neuer Weg. Zack, 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 damit rechnest du vielleicht noch gar nicht. Sonntag, 7 Stäbe. Sonntag heißt es dann, okay, jetzt stehst du für dich auf, jetzt sprichst du dein Wort. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Abwehrhaltung. Vielleicht sagst du dann wieder, dann kommt der Ego so ein bisschen durch und sagt, nee, das ist vielleicht auch so die Teufelsenergie, die dich hier ein bisschen testet. Jetzt passiert ja so viel auf einmal und ich will nicht. Ich verschließe mich hier lieber. Ich wehre das ab, dieses neue Feuer, diese neue Energie, lieber mal nicht. Und dann gehst du vielleicht noch mal ein bisschen in den Rückzug. Das ist okay, aber denk dran, es wartet hier die Leichtigkeit und ein neues Kapitel auf dich. Du darfst offen sein. Hör auf, dich abzuwehren. Mach die Arme offen. Eine ergänzende Info bitte auf den Sonntag. Das ist ein Thema, was in deinen Wurzeln liegt. Das ist, wenn es dann endlich losgeht, dann kommt die Abwehrhaltung. Und jetzt ist es wichtig, schau dir deine Verhaltensmuster an, damit du sie wirklich cutten kannst, lösen kannst, verändern kannst. Nimm es in deine Wurzeln auf, aktiviere das Urvertrauen, aktiviere und gib in die Wurzeln wie ein Baum. Gib da wirklich deine Energie rein, die du in dein Leben integrieren möchtest. Hier kann etwas Wundervolles, Stabiles entstehen, wenn du an dich glaubst, wenn du aufstehst, wenn du weitermachst. Wenn du dich nicht beeinflussen lässt von Menschen, Situationen, Herausforderungen, super wichtig. Ich ziehe euch nochmal ein Kärtchen. Ich habe hier noch hier mein Schamanendeck liegen. Packe ich schon mal eben aus. Ne? Die weise Schamanin in dir, rufe deine Seelenkraft wach, nennt sich dieses Deck. So. Raus da. So sehen die Karten aus. Eine neue Reise. Und dann hätte ich gerne mal so einen Master-Tipp. Was ist der Master-Tipp an dich? Die Heilung. Die Heilung ist der Tipp für dich. Das bedeutet, heile deine alten Wunden, deine alten Verletzungen. Ich lese gerade parallel hier noch in dem Büchlein. Ich schlage es hier mal eben auf. Lasse Liebe wirken, was auch immer deine Medizin ist, mit der du dir selbst und auch anderen hilft. Sie ist dann besonders wertvoll, wenn du sie mit Liebe verabreichst. Es ist die Aufgabe in dieser Woche für dich, die ersten Schritte zu gehen. Die verschiedenen Ebenen der Heilung sind Geist, Seele, Gedanken, Körper,
im Innen und im Außen. Wisse aus tiefstem Herzen, deine Heilung beginnt, indem du dein Bewusstsein auf diese Ebenen richtest. Und wir haben die Spiritualität überall hier liegen. Was willst du wirklich? Öffne dich für die Stimme deiner Seele. Es ist die Offenheit. Wir haben hier die Seele. Und auch hier die Offenheit. Ja, das hatte ich eben auch gesagt, du öffnest dich jetzt. Okay. Was wünschst du dir in Bezug auf deine Beziehungen und den Ausdruck auf deiner selbst auf dieser Erde? Gibt es vielleicht einen Ort der Heilung, an den du dich regelmäßig zurückziehen kannst, wo du wirklich regenerieren kannst? Wenn du auch seelisch verletzt wurdest, was gibt dir heute, jetzt so viel Schutz und Sicherheit, hier die Kraft, dass sich über deine Wunden eine zarte Haut bilden kann? Hier der Turm, die Wunden, ne? Das ist, boah, ich kann nicht mehr. Wende dich dir selbst zu und frage deinen Schmerz, warum er da ist. Welche Ursache liegt ihm hier zugrunde? Was ist die Basis? Worauf will er dich vielleicht hinweisen oder möchtest du lieber abhauen? Dient er dir für etwas? Also frag dich auch, wovor läufst du gerade weg? Geh doch hin in Richtung Neuanfang, aber wovor läufst du gerade wirklich weg? Dient er dir für etwas? Und was würde sich ändern, wenn er nicht mehr da wäre? Was würdest du dann tun? Was würdest du wagen? Was würdest du dir zumuten? Beginne deine Selbstheilung, indem du in Resonanz mit der allumfassenden göttlichen Heilkraft und mit bedingungsloser Liebe gehst. Stimme dich in einer Meditation auf die Heilung ein und nimm dabei langsame Energie über deinen Atem auf. Öffne dein Herz und versuche, die Energie der Liebe in dir zu aktivieren. Wenn du regelmäßig eine Zeit in dieser Resonanz mit Liebe und Heilkraft verweilst, veränderst du dein komplettes Schwingungsfeld in deinen Zellen. Diese Energie, diese universelle Energie, und vielleicht hast du echt Bock, noch mit in die Reiki-Ausbildung zu kommen, ich kann es dir nur ins Herz legen, des Großen und Ganzen und das eigene Herz ermöglichen die Heilung auf allen Ebenen. Und wenn du dich für dich selbst und andere auf den Weg der Heilung begibst, dann bleibe in tiefer Verbindung, hier die Wurzeln, mit diesen beiden tragenden Kräften. Erinnere dich immer an das, was dich ausmacht. Das ist der Magier, Leute. Es ist so geil. Erinnere dich an das, was dich ausmacht, was deine Seele zum Schwingen bringt und wobei du tiefes Glück empfindest. Das ist dein Paradies, in dem du heil werden kannst. Kreiere es dir wie der Magier. Hier, bau es auf. Fang damit an. Und verweile so oft du kannst, denn du hast es verdient. Wow. Einfach nur wow. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Einschalten. Ach kommt, ich ziehe euch nochmal so ein Tea-Leaf als Wocheninspiration. Was möchte hier noch kommen? Vielleicht hast du hier eine dunkelhaarige Frau. Ja, ich will jetzt nichts sagen, meine Haare sind wieder dunkel. Die dich hier unterstützt. Tatsächlich für den einen oder anderen auch eine schöne Phase der Leidenschaft auf sexueller Ebene, aber auch eine tiefe Freundschaft, die dich hier unterstützen kann. Und ganz wichtig, hier auch nochmal die Einladung, mach mal Pause, physisch und auch mental. So, und ich würde sagen, das war eine magische Wochenlegung. Ich sage von ganzem Herzen, hoppala, ich ziehe euch das mal so ein Stück runter. Vielen, vielen Dank. Ich zeige euch nochmal hier den Narr, der dich hier inspiriert, für dich wirklich loszugehen. Und was da drunter liegt, für was darfst du losgehen? Für deine Wünsche, für deine Ziele. Raus aus Illusionen und Herzschmerz, rein in die Leichtigkeit, in die Herzheilung. Einfach mal in das Unbekannte reinspringen, in den Raum voller Möglichkeiten. Wenn ich ein Teil davon sein darf, sage ich herzlichen Dank auf allen Ebenen. Freue mich über deine Nachricht, freue mich über eure Kommentare, über jeden Daumen hoch, jedes neue Abo. Ihr seid wunderbar. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns spätestens am magischen Mittwoch. In den nächsten Tagen kommen die Sternzeichenlegungen. Ich freue mich drauf und sage bis bald.